Was solltest du eigentlich beachten, wenn du vorhast, digitale Werbung zu machen, und auf welche Dinge solltest du auf keinen Fall reinfallen, beziehungsweise was solltest du auf keinen Fall machen? Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, ich habe hier den absoluten Marketing-Experten mitgebracht, nämlich den Marvin. Der macht bei uns das komplette Marketing und hat ja die Agentur werbeseitig im Endeffekt halt mit aufgebaut, so komplett. Also alles, was hier so werbeseitig gemacht wird, ist irgendwann mal im Ursprung aus seiner Feder gekommen, deswegen denke ich, gibt es da kaum jemanden in Deutschland, der gerade über Marketing für Handwerker mehr sagen kann als er. Und deswegen würde ich sagen, steigen wir auch direkt mal ein. Was ist denn das Wichtigste, wenn es darum geht, wenn ich ein Handwerksbetrieb bin und ich überlege, digital sichtbar zu werden, digital ja Werbung zu machen? Was soll ich machen? Was soll ich beachten? Ja, zuerst mal müssen wir uns bewusst werden, was bedeutet eigentlich digitale Werbung, ne? Oder digitales Marketing. Ist das auf Facebook und Instagram zu posten? Ist das unser Mittag zu posten auf Facebook und Instagram? Ist das was anderes? Worum geht es hier eigentlich genau? Und zwar muss man unterscheiden, digitale Werbung zu schalten hat in erster Linie das Ziel, direkt Anfragen zu bekommen. Ja. Ne? Also du willst direkt einen Interessenten haben, der jetzt Bock hat, eine Küche zu kaufen, der jetzt eine PV-Anlage installieren will, der jetzt ein Terrassendach will. Und was wir nicht meinen jetzt ist, dass du eben eine Facebook-Seite hast, wo du jetzt monatelang Inhalte postest von eurem Betrieb, von euren Dächern, die ihr verbaut und so weiter. Das hat alles seine Daseinsberechtigung, aber nicht, wenn du jetzt schnell und direkt Aufträge gewinnen möchtest. Ja. Es geht nämlich bei dem einen Thema darum, ja, du postest die ganze Zeit und hoffst, dass dann irgendwann mal jemand darauf aufmerksam wird und aus der Region mal darauf jemand reagiert und so weiter. Das ist so ein sehr, sehr langwieriges Thema und sehr auch, das hat seine Daseinsberechtigung. Man möchte natürlich auch irgendwie zeigen, was man hat und was man darstellt, aber das ist nicht notwendig und nicht sinnvoll, wenn man jetzt direkt Kunden gewinnen möchte. Das ist erstmal Punkt 1, dass wir uns erstmal bewusst machen, was heißt das eigentlich und was ist eigentlich unser Ziel. Zweitens, wir möchten natürlich die digitalen Werbeplattformen im Internet ansprechen, und das kennst du bereits, das ist Google, das ist Facebook, im weitesten Sinne ist es Instagram, es kommt ein bisschen drauf an, für manche Betriebe vielleicht jetzt auch schon TikTok, Und auf diesen Plattformen möchte ich natürlich werbeseitig präsent sein. Was heißt jetzt präsent sein? Wir schalten aktiv Werbung, das heißt, wir geben auch Werbebudget aus. Ne? Das ist im Prinzip das, was du damals in einer Zeitschrift gemacht hast oder in einer klassischen Zeitung. Das ist das, was wir jetzt online machen. Und online haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten, was wir da machen können. Und was wir da machen, ist, wir geben im Prinzip ein bestimmtes Budget aus, um dann Anfragen zu generieren für unseren Betrieb. Und jetzt müssen wir uns natürlich auch entscheiden, oder wir stehen natürlich vor der Frage, na, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt Google? Mache ich jetzt Facebook? Mache ich jetzt Instagram? Mache ich TikTok? Und was du erstmal verstehen musst, ist, es gibt zwei verschiedene Marketingmechanismen. Es gibt einmal den Mechanismus, wo du dir als Konsument, also als Interessent, Informationen anforderst und ziehst. Und es gibt das Marketing, wo du dir Informationen, wo du die sozusagen bekommst, also sozusagen ins Gesicht reingedrückt bekommst, kann man so sagen. Und jetzt muss man unterscheiden. Du kennst das natürlich, dass du was bei Google eingibst und dann gibt es ein Küchenstudio Berlin, ja, und dann gibt es natürlich die Einträge, oben gibt es Werbung, unten gibt es die organischen Einträge, also die normalen Webseiten. Und was ist hier aber das Problem? Erstens, das ist nämlich dieses Sog-Marketing, wo ich selber eine Information als Endkunde haben will und mich dann da melden kann. Du hast hier mehrere Probleme bei dieser Art von Marketing. Erstens, das Ganze ist schweineteuer geworden. Ja? Vor 10 Jahren, vor 15 Jahren war das noch eine ganz andere Geschichte. Heutzutage ist das schweineteuer. Das heißt, du musst dort echt wissen, was du tust. Du musst eine super gute Webseite haben, die super gut die Klicks, die du dir da für teures Geld einkaufst, in Interessenten verwandelt. Das heißt, wenn du da keine perfekte Webseite hast, dann schmeißt du da auf jeden Fall schon mal Geld aus dem Fenster und generell ist es sehr teuer. Die Herausforderung ist auch dabei, dass viele ja gar nicht wissen, wie sie das richtig messen können. Das heißt, die machen dann da Werbung, die geben dann am Monat 500 Euro aus, um digital sichtbar zu sein. Gucken halt, was rumkommt. Ne? Ja, genau, aber sehen halt gar nicht, ob was rumkommt. Ja, an sich ein paar mehr Aufträge hat man, aber kommen die darüber? Keine Ahnung. Ja. Und dadurch wird halt der Preis für alle hochgetrieben irgendwie. Ja. Und ein paar messen es auch und die sehen auch, dass es nicht lukrativ ist, gehen dann da weg, aber es wird immer genug geben, die einfach so ein bisschen sichtbar sind. Das bringt zwar kein Geld, es kostet zwar viel mehr Geld, als es bringt an der Stelle, aber einfach nur, um digital sichtbar zu sein. Gerade bei Google ist das extrem, weil jeder im Grunde eine Google-Anzeige so hier schalten kann. Ja, dann hast du halt das Problem, du bist dann natürlich auch im Wettbewerb. Das eine, also du wirst innerhalb der Region, hast du natürlich Mitbewerber, wo sich das Ganze so hochsteigert. Das heißt, das wird immer teurer und du bist da quasi in so einem Gebotswettbewerb. Und was aber noch viel wichtiger oder viel interessanter ist, du bist ja auch
innerhalb dieser Suchergebnisse im Wettbewerb. Das heißt, die Person, die jetzt googelt Küchenstudio Berlin, die klickt ja nicht nur auf die erste Seite, sondern die klickt auch auf die zweite und auf die dritte Seite und holt sich bei allen dreien ein Angebot ein. Ja. Das heißt, du bist da total vergleichbar. So, das nur für dich schon mal, also als Kontext, um das einordnen zu können, die Art von Marketing, so die es gibt. Jetzt gibt es natürlich die andere Seite, das ist das sogenannte Push-Marketing. Warum Push-Marketing? Weil wir, Push heißt ja drücken auf Englisch, wir drücken sozusagen eine Botschaft zu unserer Region, ja. Ist wie im Supermarkt, der da rumläuft mit so Probierhäppchen und sagt, hier, probier doch mal. Genau. So ungefähr kann man sich's vorstellen. Du weißt, du gehst ins Regal, das ist Pull-Marketing, du willst da was Bestimmtes dir holen. Jetzt kommt und sagt, probier doch mal. Ne? Ja. Geringere Quote, dass am Ende was gekauft wird, aber viel mehr Möglichkeiten, Kunden zu gewinnen, weil du nicht nur auf die angewiesen bist, die halt dahin gehen. Finde ich eine sehr gute Analogie, weil daran kann man halt einige Effekte auch darstellen. Ja. Erstens, der erste Effekt, wenn du ein Produkt hast, was man jetzt nicht direkt sozusagen, dass man, wo man gar nicht weiß, dass man es vielleicht haben möchte, aber es total gut passt. Und oder was man gar nicht kennt. Was man gar nicht kennt, genau. Also, ja, angenommen, du verkaufst jetzt irgendwie, eine Zeit lang hatten wir so das Thema Lamellendächer zum Beispiel. Das vor ein paar Jahren war das noch komplett neu am Markt. Genau, es war total neu am Markt, keiner kannte das und sieht total cool aus und so weiter. Und wenn du dann sowas zeigst und so dieses Probierhäppchen sozusagen zeigst und sagst, hey, willst du nicht mal probieren? Und Leute melden sich. Und dann kannst du natürlich total viele Leute daraus gewinnen, die du gar nicht gewonnen hättest, weil sie ja gar nicht wissen, dass sie dieses Wort bei Google eingeben sollen und sagen sollen, ich will jetzt ein Lamellendach haben, weil sie es gar nicht wissen. Und das funktioniert total mit total vielen Dingen, die rund ums Haus sind und mit so Investitionsgütern, sag ich mal, rund ums Haus, mit neuer Küche, mit neuem Terrassendach, mit aber eigentlich mit allen Dingen, weil stell dir mal vor, du bist einfach, das sind ja nicht Dinge, wo du, oder in der Regel sind das nicht Dinge, wo du jetzt auf einmal entscheidest, ich brauche das jetzt neu, sondern dieser Gedanke, der wächst so ein bisschen. Ja. Und du willst natürlich auch einfach in deiner Region so ein bisschen auch diese Idee streuen, hey, wie wäre es denn mal so ein Terrassendach zu haben, ja, wie könnte das denn aussehen da, wenn man die Familie da drunter grillt und so weiter. Das heißt, du willst auch so ein bisschen diesen Bedarf dafür generieren. Ja. Und das schaffst du ja gar nicht, wenn du nur die Leute, also du hast ja nur einen ganz geringen Anteil von Leuten, die danach googeln. Also wenn wir uns jetzt mal die ganze Region vorstellen, ist jetzt so, ja. Und hier oben sind die, die davon googeln, ich möchte ein Terrassendach haben. Und die ganzen hier unten, ja, so viele Leute, die liebäugeln vielleicht so ein bisschen damit, ein Terrassendach zu haben, haben sich aber noch nie dazu richtig so durchgedrungen oder haben noch nie danach gesucht oder, aber das ist, sind an sich nicht abgeneigt. Und dann gibt es halt die Leute, die haben vielleicht kein Budget oder für die ist gar nicht relevant. Oder die haben schon Terrassendach. Genau, und das ist nicht mehr interessant, so. Und du hast natürlich die Möglichkeit, diesen gesamten mittleren Markt hier anzusprechen, wenn du dieses Probierhäppchen-Marketing sozusagen machst. Wenn du die Leute damit anfütterst und diese Idee auch in der Region streust, du könntest dir ein geiles Terrassendach bei uns zum Beispiel kaufen. So. Und dadurch kannst du erstens viel mehr Leute abgreifen, die interessant sind, die Lust haben auf das Thema. Zweitens, du bist nicht so im Wettbewerb mit den mit deinen Anbietern, weil du bist ja derjenige, der diese Idee vermarktet und der das Ganze sozusagen pusht. Und wenn du dann die Möglichkeit direkt hast, dass die Leute sich schnell bei dir melden können, ja, dann kannst du halt diesen Interessenten als erstes für dich sichern. Ne? Und das beides macht es halt günstiger als Pull-Marketing, genau. Weil du hast mehr Leute in der Zielgruppe und weniger Konkurrenz und das ist logisch, mit mehr Angebot und weniger Nachfrage habe ich automatisch günstigere Preise. Ja, genau. Und diese Kombination, die führt halt dazu, dass eigentlich für Handwerksbetriebe, die regional tätig sind, die eine hochwertige Qualität haben, die eine Beratung vor Ort machen, dass das halt eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, um digital Kunden zu gewinnen. Ja. Ne? Und auch total, also deutlich besser ist, als jetzt zum Beispiel Suchmaschinenwerbung, also Google-Werbung zu schalten. Da haben wir die Erfahrung gemacht, funktioniert es deutlich besser, diese Art von Push-Marketing, also das Probierhäppchen-Marketing zu machen. Das waren im Prinzip so die Aspekte, die ich mit dir durchgehen wollte. Einmal müssen wir uns natürlich bewusst machen, was machen wir hier, also bezahlte Werbung oder organisches Marketing, ne, wo wir Bilder posten auf Instagram von unserem Betrieb. Das habe ich dir erklärt. Dann das Thema Suchmaschinen-Marketing oder Push-Marketing, ne, also das Probierhäppchen-Marketing, welches davon eignet sich sozusagen als Handwerksbetrieb besser. Und dann gibt es natürlich noch den dritten Bereich, das sind die Werbebotschaften an sich, ne, also was zeige ich eigentlich dann dem Interessenten. Und ja, das würde jetzt hier den Rahmen dieses Videos sprengen, deswegen wirst du dieses Thema in dem nächsten Video dann finden, wo wir genau darauf eingehen, was sollte ich eigentlich in so einer Werbeanzeige dann vermitteln, was sollte ich dort zeigen, wie soll das Ganze auch im Hintergrund dann ablaufen, damit ich diese Leute dann auch für meinen Betrieb gewinnen kann. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Viel Spaß dabei.